vorgespult. Da sind zwei Bilder drüber. Ja. Da hat die Kamera nicht richtig gespult. Ja, hi, ich bin Tim, 21 Jahre alt und ich fotografiere seit ungefähr einem Jahr analog. Ich wusste damals noch gar nicht so, wie das eigentlich genau funktioniert, was überhaupt analoge Fotografie ist, und habe mich in das Thema dann ein bisschen reingelesen, habe mir tausende Videos angeschaut und mir dann auch meine erste Kamera gekauft, die heute natürlich leider nicht funktioniert hat. Batterie tot. Zu kalt. Ja, super. Super. Geil. Ja. Wie gut, dass ich noch eine zweite Kamera dabei habe. So, ich habe jetzt hier einen Film eingelegt. Das ist ein Portra 400, weil wir haben heute, ja, sagen wir mal, okay Lichtverhältnisse, bisschen Licht, aber schon eher bewölkt, und deswegen habe ich mal eine höhere Lichtempfindlichkeit genommen, und die Farben von dem Film sind halt auch sehr schön, deswegen ist es der geworden. Ich habe jetzt hier mein Belichtungsmesser und da habe ich jetzt den Wert eingegeben von dem Film, ISO 400, und genau, jetzt stelle ich noch den ISO-Wert hier vorne ein bei der Kamera. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Jetzt fokussiere ich noch, dass auch wirklich alles passt. An der analogen Fotografie begeistern mich viele Dinge. Also ich habe früher viel digital fotografiert. Es hat mir eigentlich immer viel Spaß gemacht. Aber als ich das dann angefangen habe, auch nebenher bei der Arbeit zu machen und das auch so als Nebenberuf neben dem Studium, habe ich immer mehr so diese Lust einfach am Rausgehen und Fotografieren oder Videos zu machen verloren. Und als ich dann irgendwie angefangen habe, analog zu fotografieren, habe ich so ein bisschen wieder den Spaß an der Kamera gefunden. Also ich habe nur 36 Fotos. Ich sehe nie, wie das Ergebnis ist im Vorhinein. Ich muss immer hoffen, dass alles funktioniert, und immer fünfmal kontrollieren, ob alles passt. Und das lässt einen immer quasi nochmal extra überlegen, ob man das Foto dann auch wirklich schießt am Ende. Also wir haben hier jetzt doch relativ gute Lichtverhältnisse. Der Belichtungsmesser sagt mir jetzt, ich brauche Blende 11. Und dadurch bin ich jetzt relativ frei, was den Fokus angeht, weil ich eine relativ große Tiefenschärfe habe. Hier jetzt bei dem Motiv hätte ich gern das Fahrrad drauf im Hintergrund mit dieser Baumreihe und diesen verschiedenen Schatten, dem Lichteinfall. Im Hintergrund haben wir quasi so gerade noch die Wolken drauf. Im Vordergrund ist doch jetzt recht sonnig. Und hier setze ich jetzt meinen Fokus relativ weit nach hinten. Das Problem ist, dass wir hier jetzt schon wieder sehr schnell ändernde Lichtverhältnisse haben. Das heißt, ich kontrolliere nochmal meine Belichtung. Die passt aber noch. Und ich denke mal, die Sonne kommt jetzt erstmal nicht wieder. Das ist ein bisschen schade, aber ich mache trotzdem einfach mal ein Foto. Und das ist dann halt auch immer so ein bisschen die Frage.
okay, warum sollte man überhaupt analog fotografieren, wenn es so teuer ist, wenn es eigentlich rein rational sich gar nicht lohnt. Weil wie gesagt, digital ist echt viel machbar mittlerweile. Und Zeitaufwand, Kosten, Flexibilität, es spricht alles gegen das Analoge. Bei dem Foto jetzt zum Beispiel kann man, wenn man es hochkant nimmt, macht es für mich mehr Sinn, weil ich dann immer noch die Fachwerkhäuser drauf habe. Belichtung passt, Schlusszeit passt. Und Sonne ist wieder weg. Top. I hate it, wirklich. Oh, es ist halt nervig. Ja, ich wünschte, es würde immer alles perfekt laufen, aber ist tatsächlich nicht so. Ich habe schon sehr viel Scheiße gebaut. Also, das Problem ist ja, was ich vorhin gesagt habe, man sieht nie vorher, wie das Ergebnis wird. Also man kann zwar immer so erahnen, man kann schauen, dass die Zeiten passen, dass die Belichtung passt, aber selbst der Belichtungsmesser kann manchmal Faxen machen. Gerade wenn die Kamera irgendwie gebraucht ist und schon 30, 40 Jahre alt, kann es immer mal sein, dass irgendwas nicht funktioniert. Und dann freut man sich, dass man vielleicht einen Schnapper gemacht hat, die Kamera kommt an und funktioniert dann nicht, und das ist dann schon sehr frustrierend. Aber auch andere Sachen können irgendwie da einen Faktor spielen. Es kann sein, dass der Film doppelt belichtet wird. Ich hatte schon mal einen Film, den habe ich dann belichtet und dachte, er ist dann fertig, und habe ich ihn nochmal belichtet. Und es kann ein ganz cooler Effekt sein, wenn man dann diese Doppelbelichtung hat. Aber wenn man das halt nicht will und es eigentlich schöne Fotos waren, die dann quasi kaputt gemacht werden. Doch wie entsteht mein analoges Foto jetzt eigentlich? Jeder Körper reflektiert Licht, und dieses Licht muss ich für mein Foto eben einfangen. Regulieren kann ich dabei dieses Licht mit der Blende und dem Verschluss, eigentlich genau wie das bei der digitalen Fotografie auch funktioniert. Im Vergleich zu dieser allerdings ist diese Fläche, diese lichtsensible Fläche, mein Film. Und dort laufen unterschiedliche photochemische Prozesse ab. Man kann generell einfach sagen, dass diese lichtempfindliche Emulsion auf Lichteinfall reagiert. Nachdem ich jetzt meinen Film eingelegt habe und ihn belichtet habe, muss er wieder zurückgerollt und aus der Kamera entnommen werden. Dabei darf allerdings nie Licht auf den Film fallen, weil sonst sind alle meine Bilder kaputt. Anschließend wird der Film ins Labor gebracht, wo er dann entwickelt werden kann, und danach kann man den geschossenen Film dann auch im Tageslicht betrachten und auch weiter verwenden. Heutzutage werden abgesehen von ein paar Ausnahmen fast gar keine analogen Kameras mehr gebaut. Jedoch gibt es auf dem Gebrauchtmarkt noch eine Menge unterschiedlicher Kameras, die sich von der Funktion allerdings kaum unterscheiden. Es macht deswegen nicht so einen großen Unterschied, welche Kamera ich am Ende benutze, sondern für das Endergebnis ist vor allem wichtig, was für ein Film verwendet wird. Und dabei gibt es ganz, ganz viele verschiedene Optionen. Es gibt Schwarz-Weiß-Film, es gibt Farbfilm, es gibt Film mit niedriger Lichtempfindlichkeit oder Film mit hoher Lichtempfindlichkeit. So, ich habe jetzt einen Anruf bekommen vom Fotokreis in Herrenberg. Es wird entwickelt, das heißt, ich kann jetzt live dabei sein, wie mein Film entwickelt wird, und sehe das zum ersten Mal. Und ich bin schon sehr gespannt, und ja, ich hoffe, die Bilder sind was geworden und es ist nicht schon wieder irgendwas schiefgelaufen, aber ja. So, hi. Hi. Tim, servus. Hi. Freut mich. Ja, mich auch. Du möchtest dir heute anschauen, wie wir Filme entwickeln. Genau, genau. Ja, der ist zum Beispiel sehr gut zurückgespult. Deswegen hat sie jetzt auch schon mehrfach gekämpft und sie hat es auch nicht beim ersten Mal hinbekommen. Das passiert halt auch. Deswegen ist es wirklich besser, wenn man da einfach ein Stück draußen lässt. Aber jetzt hat sie ihn. Da ist er. Und dann kommt er hier rein. Hier kann man halt jetzt nicht reinschauen, weil es einfach lichtempfindlich ist. Da darf halt kein Licht dran kommen, deswegen ist es zu. Wenn wir es nachher reinigen, dann können wir halt mal reinschauen, ja. Dann sieht man so ein bisschen die Chemie. Cool.
grundlegend genau. Der Prozess ganz einfach erklärt. Wie kann ich mir das vorstellen? Das sieht man hier eigentlich ganz gut. Das sind die verschiedenen Bäder, wo der Film jetzt durchläuft. Das erste ist der Entwickler. Der sorgt einfach dafür, dass die Partikel im Film, also ich nenne es jetzt mal vereinfacht Partikel, im Film, die nicht belichtet worden sind, also die Licht abbekommen haben, dass die rausgespült werden. Ah, okay. Deswegen sieht man ja dann immer halt, wo jetzt Licht draufgekommen ist. Das ist dann wo kein Licht draufgekommen ist, das ist weiß, genau, deswegen ja negativ. Ja, und wo Licht draufgekommen ist, das ist weiß. Ja. Schwarz. Und das, wo kein Licht draufgekommen ist, das spült er halt vom Prinzip raus. Okay. Dafür sorgt der Entwickler. Dann gibt es das Stoppbad, was einfach den Prozess nach einem gewissen Zeitraum stoppt, damit der nicht alles ausspült. Also wenn man den jetzt ewig drin lassen würde, dann wäre der Film einfach leer. So wie hier oben immer das Anfangsstück, würde man halt gar nichts sehen. Dann als nächstes kommt der Fixierer, der das Ganze einfach, wie der Name schon sagt, fixiert, dass es halt auf dem Negativ drauf bleibt. Und dann geht er eigentlich nur noch mal durch zwei Wasserbäder. Also das letzte ist einfach nur noch mal so entionisiertes Wasser vom Prinzip, dass da einfach nichts mehr drauf ist. Und dann ganz hinten, da ist nur noch reines Wasser, wo er durchläuft. Und der läuft jetzt hier vom Prinzip in so Spulen, geht er jetzt immer einmal so von einem Bad zum nächsten. Also wenn wir es nachher mal aufmachen, dann sieht man es ganz gut. Aber das macht halt alles die Maschine automatisch. So generell der Anstieg in der Analogszene, was würdest du sagen? War da irgendwie so ein Klickmoment oder so ein Punkt? Ab Corona tatsächlich, würde ich sagen. Ja. Okay. Also da kam mal eine Zeit lang, dass viele ihre alten Fotos also digitalisiert haben wollten. Also wir haben ja viele Kunden, die zu uns kommen und alte Negative von Eltern, Großeltern oder so finden. Und die wollen es digitalisiert haben. Das haben wir dann halt einfach gemacht. Und viele, gerade so junge Leute, wie jetzt zum Beispiel du, die haben dann vielleicht gemerkt, okay, ey, Oma hat die Kamera noch und ich darf sie haben. Jetzt will ich es einfach mal probieren. Und das merkt man halt schon, den Anstieg. Und ich würde fast sogar sagen, dass es sich bei uns hier teilweise verdoppelt hat, was jetzt die Filme angeht. Wirklich. Ja. Es ist immer auch so ein bisschen, also ich gucke ja auch mal, dass ich irgendwie nachhaltig unterwegs bin. Das Thema hatten wir ja vorhin kurz mit der Selbstentwicklung, wohin mit der Chemie. Ja. Das ist halt so ein bisschen die Schere, wo man halt gucken muss, auf welche Seite geht man, auf welches Schwert stellt man sich da, was das angeht. Weil das analoge Fotografieren macht einfach mehr Spaß, man denkt mehr drüber nach, man knipst nicht einfach mit dem Handy drauf los. Aber wenn man den Prozess dahinter sieht, ob das für die Umwelt, also ich meine, wir schaffen das, hier unten kommt ja die Endchemie raus, wir schaffen die zum Entsorger und was der am Ende damit macht, weiß man ja auch nicht. Und man hört es ja leider doch immer mal wieder, dass irgendwo was landet, was da nicht hingehört oder was da nicht hin soll. Aber allein noch mit den ganzen Verpackungen, oder? Also mit den ganzen Filmdosen und ja, die, ja, genau. Sieht man hier ganz gut. Ach, also die ist einmal voll, ja. Ja, krass. Gut, tatsächlich kann ich jetzt schlecht einschätzen, inwieweit man die recyceln kann. Ja, ich sehe immer mal wieder, die machen sich daraus, habe ich in einem Fotoladen gesehen, als sie so Schlüsselanhänger gemacht haben. Ja, sehr gut. Also falls ihr eine Schlüsselanhängerproduktion aufmachen wollt, der Film ist einmal durch. Ja, achso, ja. Genau, also da ist die Box, falls ihr die mitnehmen möchtest. Ich nehme sie mit. Ja, danke. Also ist auf jeden Fall was drauf. Ist auf jeden Fall was drauf, sieht sehr gut aus. Hier hast du zum Beispiel einmal, ist nicht richtig vorgespult. Da sind zwei Bilder übereinander. Da hat die Kamera nicht richtig gespult. Aber der Rest sieht ganz gut aus. Wow, sehr cool. Oder das ist doch jetzt quasi, hier sind das, was weiß ist, ist zu dunkel. Dunkel, genau. Deswegen negativ. Und jetzt wirst du auch sehen, wie schwer das manchmal ist, wenn es halt dunkel ist, weil dann sieht man manchmal auch gar nicht so richtig. Ich sehe gar nichts, ja. Also vom Prinzip sind es immer so die einzelnen Bäder. Wichtig zu sagen, hier ist vielleicht immer noch, dass vom Beginn des Prozesses zum Ende hin kann schon Chemie immer rüberlaufen, aber was auf gar keinen Fall passieren darf, ist, dass von hinten irgendwas nach vorne läuft. Ja. Ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs ganze Zeigen. Bitte, bitte. Ist jetzt cool, dass man alles jetzt nochmal wirklich in live gesehen hat. Ja. So, wir sind jetzt bei mir zu Hause und ich habe jetzt hier die Ergebnisse vom
von der Entwicklung dabei. Schaue ich quasi, dass hier keine Partikel drauf sind. Das ist jetzt quasi mein finales Foto. Und ich kann jetzt nochmal genau schauen, okay, wie habe ich den Fokus gesetzt. Fokus passt, die Körnung passt. Ich habe hier leider irgendeinen Faden drauf und auch hier überall kleine Staubpartikel. Aber das passiert einfach, wenn man zu Hause irgendwie scannt. Das ist nochmal was anderes als im Labor, wo wir vorhin waren. Ich habe jetzt noch die Möglichkeit, weil das Bild sehr flach ist von den Farben, da jetzt nochmal ein bisschen nachzuhelfen. Das wäre jetzt quasi meine Bearbeitung. Ist jetzt einfach ein bisschen farbenfroher und nicht so kalt. Und genau, so ist eigentlich mein ganzer Prozess. Und jetzt habe ich noch 35 Fotos, die ich scannen darf. Und ja, es wird auf jeden Fall jetzt noch ein Weilchen dauern.